Und Isa Klöppel, Applaus, Bühne, deine Bühne. Hallo. Ja, ich komme aus Sachsen und ich habe Puls. Also, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber diese Woche sind Laschet und Kurz zurückgetreten. Wie geil ist das denn? Und mein Text heißt Ding, den man ins Gesicht treten sollte. Wenn ich wütend bin, dann wünsche ich dir Schienenersatzverkehr. Ich wünsche dir, dass du einen Ohrwurm hast, den ganzen Tag, aber nie das Lied herausfinden wirst. Ich wünsche dir, dass du dein Handy verlierst, wenn das lautlos ist. Es ist immer lautlos. Ich hoffe, du bekommst bei YouTube 2 Werbung, die du nicht überspringen kannst. Ich hoffe, dein Handyspeicher ist voll und jedes Mal, wenn du ein neues Bild machen willst, musst du ein altes löschen. Ich hoffe, dein Haargummi ist zu groß, um deinen Zopf ordentlich zu halten, aber zu klein, um ihn ein zweites Mal drum zu wickeln. Ich hoffe, dein Ladekabel funktioniert nur in einem ganz bestimmten Winkel. Und sobald du weggehst, ist es nicht mehr der gleiche. Ich wünsche, du lebst in einer Parallelwelt, in der Kurz noch Kanzler ist. Ich hoffe, du hörst deine Guilty Pleasure Lieder in der Bahn, aber hast vergessen, deine Kopfhörer in dein Handy zu stecken. Und nochmal ganz ehrlich, Guilty Pleasure, Spotify sagt, dass aber Guilty Pleasure wäre. Ganz ehrlich, aber das ist nur Pleasure, nichts Guilty. Danke. Aber was? Ja, was macht mich eigentlich so wütend? Die Antwort ist einfach shoppen. Ganz ehrlich so. Hosen für Männer. Kurze Hosen für Männer, die enden überm Knie. Und für Frauen, die sind so richtig hart an der Grenze. Und dann läufst du so ein bisschen und weißt du, was sie machen? Sie rutschen dir hoch. Und dann musst du so die ganze Zeit in deinen Schritt fassen und sie runterziehen. Und wo reißen sie? Genau, im Schritt. Und wer dachte sich so, Schmuck? Nein, Schmuck ist nicht bezahlbar. Und wenn er bezahlbar ist, dann ist er aus Billigmetall. Und was macht Billigmetall? Alles grün. Und da gibt es so Trends wie, trag doch eine Kette auf deinem Pullover. Lass es. Und wer war so, Sport-BHs, damit alles hält und nichts rausrutscht. Aber ganz ehrlich, Sport-BHs, die schneiden dir alles ab. Sie schneiden deinen Bauch ab, deine Arme und deine Organe, die rutschen so langsam am Sport-BH zur Seite. Und dann stehst du so vor dem Spiegel und bist so, was ist das? Fett. Oh, was muss ich machen? Mehr Sport. Was muss ich kaufen? Mehr Sport-BHs. Oder richtige BHs. Richtige BHs haben Drahtbügel. Und wisst ihr, was darum ist? Darum ist so ein Stoff, der aber richtig dünn ist und man wird regelmäßig von diesem kleinen Drahtbügel erstochen. Aber hey Lina, kauf dir doch einfach ein BH für 50 Euro, damit der passt. Und dazu so eine Unterhose für 30 Euro, damit das Matching ist, weil man will ja gut aussehen, wenn man sich auszieht. Und jetzt mal ganz ehrlich, wie wäre es, wenn wir in den Medien nicht sagen, boah, große Brüste, voll geil, aber dann verkauf doch auch bitte einfach große BHs mit breiten Trägern. Dankeschön. Dachtet ihr, dass dieser Buchstabe in der BH-Größe angibt, wie viel Volumen deine Brust hat? Nein. Der Buchstabe ist das Verhältnis aus Umfang unter der Brust und Umfang auf der Brust. Wisst ihr, was ein Verhältnis ist? Scheiße. Das ist, als ob die eure Hosengröße kennen, in einen anderen Laden geht und nein, das ist gar nicht eure Hosengröße, jetzt passt die nämlich nicht mehr. BHs sind teuer, schon mal was von blutenden Vaginas gehört? Jetzt mal ganz ehrlich, ihr wisst nicht, wie viel fucking Geld Hygieneprodukte kosten. Ich glaube, das weiß so kein Penisträger richtig, aber Hauptsache Achim kommt an in der Höhle der Löwen und ist so, oh, 3 Euro für so einen pinken Handschuh, damit du deine Vagina hygienisch anfassen kannst, richtig super. Ganz ehrlich, immer wenn ich mal was vergessen hatte und auf der Straße war und zu so einer Frau gegangen bin, hey, kann ich einen Tampon haben, hat die mir das gegeben. Was geben sich Männer untereinander? So ein Schulterklopfer? Und na? Genau. Kapitalisten, die machen so eine Scheiße wie Gürtel. Und nein, sie passen um verschiedene Taillen. Aber weißt du, was sie nicht haben? Genügend Löcher. Und wer hat eigentlich gesagt, dass es verschiedene Körper gibt? Verschiedene Körper? Nein, es gibt nur einen Idealkörper und daran werden alle Größen gemessen. Verschiedene Körper, who dis? Ganz ehrlich, wenn ein Rock an der Taille passt, dann passt er nicht an der Hüfte und andersrum. Und denkst du, er hätte Taschen? Hast du wirklich gedacht, er hätte Taschen? Nichts hat Taschen. Absolut nichts hat Taschen. Und wenn es Taschen hat, dann sind sie aufgenäht und du kommst nicht rein und sie sind fake. Und wenn du keine Taschen hast, natürlich musst du Taschen kaufen. Und was für Probleme haben eigentlich Bikini-Oberteile? Wir hatten BHs.
Wir hatten dieses System aus Zahl und Buchstabe Bikini-Oberteile so, oh, wir sind von S bis L. Und dann kommen die Bikini-Unterhosen. Wisst ihr, dass die aus so einem Stoff sind, dass Vaginas nicht atmen können und einfach mehr Infektionen bekommen? Geil! Unterwäsche. Nee, an Unterwäsche gar nichts zu meckern, ne? Es gibt verschiedene, es gibt ja so hohe und so tiefe und so Tangas. Und ganz ehrlich, sie jucken so hart und muss es erst mich reizen, bis es Reizwäsche ist. Und alles andere, das ist so ein Omi-Schlüpper. Und damit willst du dich ja auch nicht ausziehen. Hohe Schuhe? Ehemals bei Männern? Nein. Hohe Schuhe sind spitz und so tun fucking weh. Wer hat von euch alles schon in seinen Schuh geblutet? Genau. Und dann kommt so jemand an, oh nee, das ist voll natürlich. Dein Fuß, der passt sich so an, weißt du, so das Blut, das bildet so eine kleine Lache und es formt sich so, damit dein Fuß da so richtig gut reinpasst. Oder ein Kleid. So ein einfacher Einteiler für jeden Anlass. Aber ich sag dir, du hast immer das falsche Kleid an. Wahrscheinlich habe ich heute das falsche an. Nein, Spaß, ich trage Glitzer, ich habe nicht das falsche an. Aber weißt du was? Beine, die reiben in Kleidern aneinander, bis sie blutig sind. Weißt du was? Frau sein ist anscheinend bluten. Und dann kommt diese Asking-for-it-Scheiße. Und ihr wird von früh auf gesagt, boah, wenn du dich so kleidest, ne, dann ist es deine Schuld. Und weißt du was? Willst du nicht auch jemanden ins Gesicht treten? Danke.